Weiß Der nicht. steht irgendwo zwischen 18 und 19. Ich bin übrigens gleich voll, Charlie, ne? Jojo. Dann hör auf zu trinken. Ich wollte gerade sagen, das um die Uhrzeit. Ja. Ich bin schon wieder nüchtern. Ich habe noch nicht mal was getrunken. Machst du irgendwas falsch? Ja. Und du bist nüchtern? Boah! Ich bin auf einem alkoholfreien Monat. Ach ja, das war ja die Geschichte. Du arme Sau. Ja, und mir ist vorhin das alkoholfreie Bier ausgegangen. Um Alkoholfreies 20 Bier ist gar Uhr. nicht alkoholfrei. Doch, Dachte, du es wolltest gibt sagen, auch es ist kein Bier. alkoholfreies Bier. Es gibt wirklich welches, das direkt alkoholfrei ist. Das darf bloß nicht. Das nennt sich Wasser. Oder Ey, da Malzbier. drin in der Brühe würde ich nicht mal meine Beine waschen. Aber es gibt wirklich alkoholfreies Bier. Das Klausthaler zum Beispiel, das beinhaltet laut Redensart Alkohol. Wo ich Okay. aber behaupten möchte, es lässt sich streiten. Ich sag einfach, ich glaube, das, was auf dieser Inhaltsstoffangabe ist und so weiter, und da steht überall drin 0,05% Alkohol. Ja. Und Deshalb ist es auch so auch wenn gefährlich 0,00001% Alkohol drin ist, ist immer Alkohol drin. Ja, deshalb ist es auch so scheiße gefährlich für Alkoholiker, trockene Alkoholiker. Ja. Ein Kollege von mir, der ist ja jetzt auch schon seit 3 Jahren ist er jetzt trocken. Da trinkt er auch immer erstens so ein komisches Radler. Ich glaube, Krombacher alkoholfreie Radler. Ach, hey. Okay. Und der hat Ja, sorry, dann gesagt, ist er nicht trocken. nee, der hat gesagt, seitdem er das saufen tut, ich meine, der lässt er auch hin und wieder seine Blutwerte machen. Und da ist der Meinung, das Zeug, das hilft wirklich. Ich bin Ja, hilft gegen halt. Zittern, ne? Nö, das ist kein Alkoholiker oder sowas. Ich sag immer, Einbildung ist auch eine Bildung. Bei ihm liegt es einfach da dran, weil der seine Scharfschützenausbildung fertig machen will. Ah. Bis auf eine Scharfschütze. Schön. Was denn, das ist in Russland normal. Ja. Ja, aber deswegen sagen ja die Russen immer, wenn sie gesagt haben, du musst bloß aufs Rudel zielen. So, ich werde mich jetzt aber auch gleich verabschieden. Ich werde mich dann jetzt gleich mal losmachen zur Arbeit. Doch so früh? Ja. Arbeit, geh weg, ich komme. Ja, alle mal in Ja, Deckung. Da muss hier jemand die Rübenernteweile übernehmen. ich bin Hier, gleich Waldmeister, fertig. Dafür Waldmeister. müsste jemand für mich dann Feld 14 weitermachen. Nein, da muss ja noch abfahren, ne? Ich fahre noch ab hier. Also, ich bin jetzt gleich fertig bei mir mit Säen. Ich kann schon keine Sämaschine mehr sehen. Dann kannst du ja abfahren eigentlich, ne? Oder du machst Ich kann abfahren. Rübenernte. Na, Rübenernte wollte doch Waldmeister. Ach so. Kater den Server verlassen? Disconnect Ich bin erst vielleicht. geflogen. Ja. Wenn das denn stimmt, die Ich Anzeige merke hier. eh sowieso schon die ganze Zeit daneben rum auf dem Desktop. Wieso arbeitest du nicht? Ich arbeite nicht. Wie kommst du denn da drauf? Wenn du auf dem Desktop rumeierst. Ummerst. Und bezahlst du ihn nicht? Ich Er bezahle ihn doch. arbeitet an sich. Ich habe gerade ein bisschen im Preis angepasst von so einem Mod. Ja. Dann habe ich mal Charlie, geguckt. Charlie, Charlie, warte mal bitte kurz. Jojo. Kannst du mal bitte hier, wo ich bin, wo ich Ja, gerade gut. fahre? Ja. Ja, alles gut, Kater, war ein Spaß. Wie wär's denn mal mit dem Führer? Was ist damit? Ich Führer. Gut. Was für Weil ein ich Führer? glaube, es ist schon getönt. Ah, Scheiße, wie hieß das Ding? Alle Felder, die sind, wenn du sie kaufst, sind von Start weg gedüngt. Schlüter. Toll. Warum sagt mir das Mit dem keiner? Schlüter Schlüter? mal. Okay, ich kenne ihn nicht, aber. Hier ist einer drinne bei den Empfehlungen bei Modposter, der 2500 VL. Wäre auch mal nicht schlecht, so ein Schlüter. Ja. Nicht zu alt, nicht zu neu, kräftig. Magst du mir den Link mal schicken, irgendwie im Teamspeak? Ich hab ihn schon unten reingepostet, schon vor einer Viertelstunde. Aber man kam nicht Ich zu Wort. häng fest Hä? Wo hast du zwischen ihn zwei reingepostet? Bäumen. Die guten Dritte. Ich sehe ihn bei mir nicht. Oder im Ich. GCG Multi. Ah, das ist im Multigame wahrscheinlich gepostet, ne? Ach ne, ja, ne, gut, ich habe ihn reinkopiert, aber nicht Enter gedrückt, ja. Also. Ah. So, ich sag's dann hier schon Laber, mal, ich hab's schon erstmal für meine Aufnahme Cheerio, bye bye, winke winke und bis zum nächsten Mal. Hihi. Mach's Sehr hübsch, schön, ja. danke, Charlie. Lalu.
tue jetzt ja, mal mein Lächeln. Sehr lustig mit dir, Johnny. Ich bin schon seit 4 Stunden 22. So, ich in Raube in Preis anpassen. Ich habe die Raube gekauft, auf einmal hatte ich eine halbe Million mehr auf dem Konto gehabt und das hat mir nicht gefallen. Das ist ich habe da einen Preis von minus 500.000 reingeklatscht. In Scherzkekse, die. So kann man auch Geld machen. 500.000. Ja, ja. Das ist aber ein schlechter Cheat. Geld-Cheat. Ja. Das ist ein sinnloser Cheat, das ist, wenn du das willst, passt, dann musst du im Safe-Game reinschreiben. Stimmt. Nee, die ganzen Rauben, die kosten so um die 33.000, 37.000, 28.000 für den Pack. Und dann klicke ich den einen an, der auf einmal eine halbe Million auf dem Konto. Du bist wieder los. Also die Rüben muss ich abladen, ne? An dem, bei den Förderbändern, ne? Ja. Ja. Okay. Toll, mit 3 Anhängern. Auch eine gute Idee. Wenn du einen großen Fortuna willst, einer Nein. hängt hier im Wald fest. Ja, ich will, warte mal, wen der gefragt hat. Ich will gar nicht wissen, wer den da hingestellt hat, ey. Und du bist du mit der Seemaschine schon fertig? Ich muss den einen jetzt leider abhängen. Ich glaube, Otto ist fertig, oder Otto? Bitte? Du warst fertig mit der großen Seemaschine, oder? Ich war jetzt fertig. Okay, dann kannst du ja eigentlich... Ich kann abfahren, wenn du das möchtest. Nö, nee, du sollst ja, das machen, ernten. Was dir. Ja. Dann kannst du eigentlich theoretisch abfahren, wenn du lustig bist. Sag mir, welches Gerät, wo ich hin muss. Da steht ein Fortuna-Hänger im Wald. Nein, unten im Feld steht noch ein Fortuna mit einem Dolly dran. So, ich sag jetzt auch hier nochmal Cheerio, bye bye, winke winke. Ja, gute Nacht, Charlie. Schlaf gut. Ach nee, viel Erfolg auf der Arbeit. Ja, so. Schön, dass du so lange da warst, ne? Ja, ja, gut, immer gerne. Ist mir immer eine Freude. Sehr gut. Genau. Morgen wir Abend? Ja morgen, genau, wir können ja morgen Abend nochmal quatschen. Ja. Wegen den ultrageheimen. Hau nicht so auf den Kopf, aber weißt du, was das Wort. Wehe, wir gehen dann alle, wenn's rauskommt. Nein. Nein. Machen nein, wir morgen Abend. Hier, warte mal, genau, jetzt wo wir hier noch gerade kurz alle versammelt sind. Ich hatte ja quasi auf der Bantico-Map mein Singleplayer-Dings da gedönst. Da ist mir mein Spielstand aber abgeschmiert. Und Waldmeister hatte mir aber vorher mal so vorgeschlagen, so, hey du, wenn du Bock hast, kann ich ja mal, können wir ja mal zusammen und so auf dem Safe-Game. Ja, jetzt ist es aber kaputt. Kann ja Kater, sag ich schon, Waldmeister ich nachher nochmal kurz lustig drüber machen. ich wollte das wieder auf den annähernd Originalstand bringen. Ja. Und dachte mir, dass wir das vielleicht alle zusammen machen können. So quasi als, hey, als Hofrettungsaktion im RP oder so. Ja. Dann würde ich den Quatsch nämlich einfach hosten. Und so ein Modpack noch zusammenstellen, dass wir dann quasi alle die gleichen Mods haben, weil sonst läuft's ja nicht. Und du kannst aber erst, wenn ich... Wenn ja, du redest hier auf dem Zaun. Teil der Ernte mit unter. Oder so, aber wie genau, das können wir dann immer noch mal abgrasen. Aber ja. Hättet ihr Bock drauf? Ich schon. Ja. Das ist cool. Jetzt für den Rest ist die Frage, ob Kater Lust hat, ob Otto Lust hat. Ich muss zu gestehen, ich habe jetzt gar nicht richtig hingehört. Ich weiß, im Kopf oder woanders. Okay. Ich habe auf alle Leute wirklich manchmal Lust. Map Bantico, Rettungsaktion, Rollenspiel. Bantico. Einen 4-stelligen Eurobetrag. Ja. Ja. Was ist wichtig zu vergessen, Flo? Ja. Ich bitte dich. Ich wollte gerade das Geld auch einstecken. Bantico, also solange du nicht Björnholm sagst, ja. Nö, nicht Björnholm, nö. Ja, sonst ist Ortsschild gerne. Ja. Ja, das ist die okay, Frage, cool. ob Otto auch noch Lust hat und Smirnoff und Hidan. Ja. Oh, Interesse ist definitiv da, hier müssen wir noch sagen, wann und wo. Ja. Richtig, bei mir auch, das da musst cool. du mir einfach wieder Bescheid geben, wie vorhin, Flo. Ja. Ich muss nur rechtzeitig Bescheid sagen, das ist immer mein Problem. Oh, ja. Ich muss sowieso erstmal meinen neuen Rechner haben und dann. Weil sonst ich muss sowieso hier die ganzen Aufnahmen alles noch rendern von dem hier, ey. Das wieder. Wer hantiert denn hier überhaupt am Feld 14 rum? Alles klar. Feld danke mehr. Euch schon mal. Ja. Und wünsche euch noch viel Spaß. Ja, dir eine gute Nacht, ne? Nicht jo, so doll arbeiten, ne? Jo. Was hübsch. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Jo, mach gut. Am Feld 14? Warte mal. Ist keiner mehr, da war ich bis vorhin. Achso, weil ich tue nämlich hier gerade weiter dreschen. Ja, darfst du ruhig tun. Wenn du dreschen möchtest. Soll ich. Bei wem soll ich denn abfahren?
Soll ich am Feld 14 abfahren vielleicht? Oh, ich bin erst bei 37%. Noch ist es akzeptabel. Bis ich da oben bin, Bist du schon fast voll? Bist du schon fast voll, ja. Ja, dann würde ich behaupten, weil dann machen wir mal. Okay, dann komme ich hochgefahren zu dir. Feld 14 hast du gesagt, Flo, ne? Den kannst du hier lassen. Oben steht noch ein Schlepper mit Hänger. Achso, okay, lass ich den hier unten stehen, ja. Weiß jemand, wo der Brunnen hier ist? Hast du alle 100 Münzen gefunden? Ja. Krass. Quatsch. Doch. Geil. Sie ist schon gut. Ja. Weiß jemand, wo auf der Map hier der Brunnen ist? Nö. Nö. Ich hab den Schlepper und geh auf die Suche. Du meinst den Case Puma, ne? Waldmeister? Ja, da okay. Hängt ein Dingens dran. Wer ist denn jetzt von Feld 14 weggesprungen? Hm? Bist du gar nicht mehr da oben? Otto? Ich bin auf Feld 14. Okay. Hä? Dann bist du außerhalb der Map gerade bei mir. Ja. Okay. Ich war gerade ein bisschen irritiert. War ein bisschen verwundert. Soll ich mal erzählen, was Charlie gemacht hat? Na? Also ja, es hat ihm seinen Spielstand zerschossen. Ja. Und aus Knatz hat er einfach mal gesamt LS da installiert. Okay. Als er mir das erzählt hat, habe ich gemeint, ja, dann gehst du doch mal in den LS-Ordner, in den Dokumenten bei MyGames und dann gibt es da einen Savegame-Backup-Ordner. Daraufhin hat er gemeint, den gibt es nicht mehr. Ich habe alles gelöscht. Oh, ja. Ja, deswegen will er das Ding wieder auf normal zurückbringen. Ja, das ist eine gute Maßnahme. Ich ärgere mich aber noch viel mehr, dass ich jetzt, als ich gerade erfahren habe, dass der Panzerführerschein auch für den LKW-Führerschein gültig ist. Ja, du hättest voll den T-Führerschein gehabt. Ich ärgere mich jetzt richtig, ne? Das glaubt ihr gar nicht. Oh, Entschuldigung, Otto. Ja, du hast gerade ihn angestupst. Ja, das war ich. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich ärgere, ne? Ja, das ja, ist ja. Weil das 10.000 Euro, die du in den Sand gesetzt hast. Ja, das ist es. Ja, weil das Ding ist bei der Bundeswehr, wenn du bei der Bundeswehr einen Panzerführerschein machst, gilt der nicht für LKW. Also für Bundeswehr-LKW. Ich hätte auch. Nee, das stimmt schon. Oh. Aber im Zivilen, oh wenn du es umschreibst, wie gesagt, ist es halt so. Ja, toll. Deswegen, mir hat der Busführerschein hat mir auch nur 5.000 gekostet, da ich ja schon einen LKW-Führerschein hatte dadurch. Ja. Ja, den Bundeswehr, den Busführerschein, bei der Bundeswehr war der sowas wie ein Sechser. Ui, ja. Was machst du denn da? Hab ich ja im Zivilen. Ja, gemacht. Ich habe gerade vergessen, das Schneidwerk anzuschalten. Den habe ich 2013, Dezember 2013 einen Busführerschein gemacht. Mhm. Otto, ich warte hier erstmal kurz. Oder ich fahre hier langsam hinterher. Habe ich ein bisschen was zu tun wenigstens. Wie geil ist das denn? Es gibt's doch nicht. Warum sagt denn das ein keiner bei der Bundeswehr? Weißt du, du hast diesen Scheiß, Entschuldigung, wenn ich sage, diesen Wehrdienstberater und so, der dir am Ende nochmal erzählt, was du alles, ob du irgendwelche Pläne hast und so. Warum sagt der einen das nicht, ey? Ich verstehe das nicht, ey. Mann, ey, so ein Sachplan. Ich habe Angst, dass du nur deswegen dann mitmachst. Nee, ich wusste es ja auch nur. Nee, ich war noch am Ende. Weil mein Feldwebel gesagt hat und so weiter, hey, melde dich krank und so weiter, bleib daheim und schreib dir schnell den Führerschein um und so weiter, weil ich den Führerschein abgeben musste. Ja, ja. Da habe ich ihn halt schnell umschreiben lassen. Na, so ein Scheiß, ey. Blöder Saftladen, diese Bundeswehr. Ich meine, gut. Ja, aber das ist der deutsche Bundeswehr, sagst du, wie es ist. Ja. Boah, aber warum hängt denn das so? Weiß ich aber nicht. Aber ich bin immer noch happy, das hier wie Schwein. Dass ich den kostenlos den A1-Führerschein, so den ganzen Motorradkram, kostenlos bekommen habe. Wie hast du das denn bekommen? Ja, keine Ahnung. Ich habe den Führerschein wiederbekommen. Auf einmal stand komplett Motorrad. Alles mit Motorrad drauf. Ja, da haben die wahrscheinlich einen Fehler gemacht beim Umschreiben. Ja, aber das ist ja egal. Wenn du es hast, dann hast du es. Richtig. Auch wenn du es nicht fahren kannst. Ja, das ist scheiße. Gut, ich habe ja damals Mofa und sowas, das kann ich ja auch alles fahren. Und habe auch so schon mal die Maschinen von meinem Vater damals gefahren. Sag mal, wie lange werden die Dokumente bei der Bundeswehr behalten? Meine Akte und so ein Kram, da ist ja der Führerschein auch drin. 10 Jahre. So lange, bis uns jemand erobert. Das heißt also, ich könnte eigentlich zur Bundeswehr schreiben, sagen, dass ich meinen Bundeswehrführerschein umschreibe. Nein, sobald du aus dem Dienst ausgetreten bist, ist das vorbei. Das ist wie wenn du einen innerbetrieblichen Führerschein hast. Ja.
Schade. Was dir beim Staplerschein so bekannt ist. Ja, den habe ich ja nicht. Aber beim Staplerschein sagt man ja immer innerbetrieblich, sobald man die Firma verlassen tut, ja, ist das Ding halt auch gleich los. Das kommt aber immer drauf an, wer die Abnahme dafür macht. Ja, das stimmt auch wieder. Florian, ich poste noch mal einen Link hier unten rein. Ja. Das Ding gefällt mir. Das ist das Richtige zum Hühnerfüttern. Okay. Das hätte ich auch gerne. Gerät. Führerpritsche, hast du den schon mal gesehen? Nee, ich glaube nicht. Die muss ich mir wahrscheinlich mal, guck ich mir gleich mal an. Ist geil. Hier mit der Ladefläche vorne. Wenn ich ein Brunnen wäre, wo würde ich mich verstecken? Da würde ich nicht zum Gasthaus, oder? Bin am Gasthaus. Cool! Ansonsten guck mal ganz links unten auf der Karte. Vielleicht dort irgendwo bei der Seilbahn dran. Ganz links unten? Waldmeister kennt die Karte doch auswendig, oder nicht? Nein. Nur wenn ich jetzt permanente Vogelperspektive hätte auf die gesamte Map. Ach so. Dann mach doch Toggle Flight No HUD Mode oder so. Dann kannst du da auch fliegen. Nein, ich habe bei mir das Ding Flo, nicht kannst dann gleich auf die nächste Seite fahren. Ich fahr dann jetzt immer nur beidseitig. Okay. Ich fahr keine Reise mehr. War doch da auch schon wieder Brunnen oder so. Ach, das. Geklappt. Kann man hinfahren. Wo soll das ungefähr sein? Ich weiß es nicht, ob da im Westen der Brunnen war. Wo diese Stadt war, wo es ein Zirkus hintergeht irgendwie. Wo ist der Zirkus ungefähr auf der Karte gesehen? Oben links. Bei der Reifeisen. Bei der 5 da. Ja, irgendwie da hinten. Nee, bei der Reifeisen. Der Ort war da nicht irgendwie ein Brunnen davor, irgendwie vor so ein paar Häusern. Das stimmt, bei der Reifeisen irgendwo waren. Hinter der Reifeisen, wo die Kirche ist. Kann mich irgendwie dunkel erinnern, wenn du durch so eine Straße durchfährst, da war so ein Vorplatz. Na, ich weiß auch nicht, ob das der Brunnen ist. Fahr gerade mal mit der Bürerpritsche hier mal dahin auf meiner Karte. Fährt gut das Ding. Klein, niedlich. Und die Viecher zu versorgen ist doch ideal. Dann müssen wir die mal einbauen. Was auf deiner Büropritsche? Bührer! Ist so. Ein Bührertraktor, den kannst du lehnen. Im echt Prinzip. Mal, da haben die Mod gemacht. Den muss doch jeder kennen. Da haben die Mod gemacht, da haben mit die 88 vorne, PS. Wo der Motorhaube ist, haben die den Pritsche drauf gehauen. Sieht aus wie Geräteträger sozusagen. Ich habe 74 PS Russen gelernt. Auch nicht schlecht. Die Dinger, die sind ekelhaft. Aber immerhin kannst du jetzt fahren. Was hast du bezahlt für einen Traktorführerschein, wenn man fragen darf? Geld. Was zahlst du für einen LKW-Führerschein? 10.000. Ja. Genau so ist es. Ja, gehst halt nochmal zum Bund. Ja, genau. Das ist Familienfreund, als Resi. Ich hab einen Kindergarten für dich. Stimmt. Ah, so der Brücke. So, das fällt mal noch fertig und dann sind wir auch durch für heute. Also ich bin zumindest durch für heute dann. Erst müssen wir den Brunnen finden. Ja. Musst du den Brunnen finden. Das Kind ist noch nicht in den Brunnen gefallen. Nein, ich soll es ja da reinschmeißen. Das Kind. Nein. Schwein gehabt. Oh, ich habe hier gerade so einen epischen Auftrag, genauso wie ein Herr der Ringe. Ich muss den Brunnen finden, um die Münzen reinzuschmeißen. Ja. Jetzt gelandet hier, verdammt mich nochmal. Und ich wusste, dass ihr